Und damit herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Ja, das Intro ist immer so laut, ich weiß jetzt nicht warum. Ja, obwohl hier jetzt leiser ist, habe ich auch so angestellt. Gut, Umfrage lief ja, ob Alice oder Rage. Ich mache so doch beides, weil ich Assassin's Creed fertig habe und na, Hunted. Und da werde ich schon schaffen. Und Alice fange ich da jetzt schon mal an. Ja. Alice ist ein Jump'n'Run, Rätsel, weiß ich nicht, Abschlachtspiel, harte Tour. Ja. Kann man so nennen. Ja. Und darum beginnen wir jetzt einfach mal und drücken ein neues Spiel. Normal. Bestätigen. Zylaxe. Ja, gut. So, wenn das Intro beginnt, bin ich mal wieder ruhig, wie immer. Ja, genießt es einfach. Ihr werdet sehen. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Oh nein! Tu das nicht! Wehr dich nicht! Schmutz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Ja, und damit geht es mit Alice Madness Returns los. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Und wir gucken uns hier ein bisschen mal um.
Doktor, nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. So, wo geht's denn hier lang? Herr Gold, ist wieder Doktorzeit? Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Ja. Gucken. Die Illustrated News stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik. 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ja. So, und hier geht's auch schon Doktors raus. Doktors Liebling. Zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Wenn du meinst. Hab glückliche Erinnerungen an diesen Ort. Was war denn hier dieser jetzt? Dieser Ort ist voller glücklicher Erinnerungen. Welche meinst du denn? So. Du weißt schon. Hans steht an der Ecke Ditch Home. Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Inhaber Dr. Angus Barmby. Nicht das richtige Wort. Hat mir richtig Angst gemacht. Hab noch nie so ein biegsames Ding gesehen. Wie wär's mit Pocorini, Fräulein? Oder lieber Pagadini? So. Schon gesehen, was der Käse gerade kostet? Die Katze müssen wir mal folgen jetzt. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Ja, dann mal hinterher. Zack, zack, ganz chillig. Der Katze hinterher. Wo ist diese Katze jetzt hin? Ja, weiß nicht. Da hinten. So. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windelwechsel. Aber kein Interesse. Interesse. Könntest du ihn glücklich machen? Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Tja, mal gucken, was uns so erwartet. Und ich bin mal ruhig. Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum 2. Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Ja. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ach, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. So. Da sind wir auf ihrem Dach. Bei ihren Tauben. So, warum ich mein Mikro mal miete, falls sich manche jetzt wundern, warum das Klicken jetzt herkommt, weil einfach das Rauschen im Intro oder im Video dann weg ist, was ich bei der Testaufnahme so gehört habe, und es hört sich dann besser an.
meiner Meinung nach, und ich jetzt, wenn ich es mir räuspern muss oder so, dann hört man es nicht so. Gucken wir uns mal die Stadt an. Ja. Sehr rauchfreudig. Gut. Dann gehen wir mal zu der Frau hin. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gekillt? Es ist nur ein Traum. Schmutz! Verderben! Ja, und da sind wir, glaube ich, im Wunderland oder was auch immer. Und wir schweben ganz langsam runter. Und landen. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Das Tal der Tränen. Ja, und das Tal der Tränen gibt's im nächsten Part von Alice Madness Returns. Also sag ich mal ciao und bis später.